Oh, Gluten-Toni. Und hat der sogar noch ein HP-Upgrade für mich. Nice. Friends till the end können wir gleich mitnehmen. Full Health Pille wird natürlich eingepackt. Njaung. Ich habe keine Schlüssel nötig. So. Hi Mom. Oh, Champion Mom. Aber. Ja, dafür ist jetzt Epic Fetus nicht so toll. Ja, und da haue ich mir nochmal schön selbst eine drauf. Und noch ein HP-Upgrade. Okay. So, weiter geht's. Das läuft echt richtig gut. So, einmal hier. Nein. Ah, ich habe den... Ich habe den Geheimraum schon gesehen. Da ist ein Boss drin. Ich hätte vielleicht am Anfang mal gucken sollen, wo hier der Boss ist, in welcher Richtung, ne? Da habe ich natürlich jetzt nicht drauf geachtet. Aber ja. Uah. Moment. Nein. Moment. Nein. Oder war es schon wieder kurz? Ich sollte echt mal ein bisschen auf die Map gucken. So, zweiter Geheimraum. Ha! Schön. Du kannst nach Hause gehen, ach du Scheiße. Hey. Oh, Mann, 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 Mann. So, da gehe ich mit 0 wieder raus. Oh, ich werde mich hier einfach noch ein bisschen auf den Ebenen vergnügen, glaube ich. Irgendwie so, ne? Warum nicht? Wenn wir schon mal wieder die Möglichkeit dazu haben. Temperance. Nee, hier würde ich gerne nicht mehr spenden. Das ist mir dann doch zu heikel. Und mit 7 Herzcontainer passt das schon. Ein anderes Trinket wäre mal nice. Wobei, das ist eigentlich gar nicht mal so schlecht. Aber. Ach komm. Bäh. Bisschen aufpassen. Nein, ich möchte meinen Liberty Cap behalten. Jo, passt. So, einmal hier nach unten. Ja. Yeah.
Da hätten wir den Boss. Haben wir denn hier noch irgendwas Interessantes? Nur? So. Würmlein, ihr müsst sterben. So. Und ich würde gern da oben auch noch nachsehen. Warum nicht, ne? Ich denke, wir haben genügend, oder wir haben genügend Vorrat an Herzen. Von daher kann man sowas auch schon mal machen. So, es geht ab zum Boss. Och, doppelter Loki. Oder geteilter Loki. Auf jeden Fall haben sie ihn in der Mitte durchgeschnitten. Und tschüss. HP und Damage Upgrade. Nice. Man könnte echt meinen, das ist ein Run mit der Cheat Engine. Irgendwo denke ich mir das so. Das war ein bisschen zu spät. Aber macht nichts. Nein, da ist nichts. Sehr, sehr angenehm. Irgendwo ein blauer Stein? Nein. Gleiches Spielchen nochmal. Einfach schön in die Mitte reinholzen. Dann klappt's auch mit dem Töten der Monster. Hier vielleicht noch irgendetwas? Nein. Wo verstecken sich schon wieder die Geheimräume? Ich glaube, sie wollen nicht von mir entdeckt werden. Nein. Noch eine Full Health Pille. Ach ja. Auch nichts. Hier oder hier? Ah. Ja, können wir nur leider nicht brauchen. Boss. Ich suche aber immer noch den anderen Geheimraum. Wo ist der? Wenn wir schon mal so einen guten Lauf haben. Ah. Naja, für 3 Münzen, ne? Nicht wirklich lohnenswert, aber vielleicht finden wir hier noch eine Kiste oder so. Gehen ja relativ schnell down, oder wir können unsere Nagel nochmal benutzen. Super. Wir können sowas mitnehmen. Warum nicht? Moment, falsch abgebogen. Ich würde sagen, wir besuchen jetzt nochmal Moms Heart. Und werden der mal schön eine vor den Latz knallen. It lives! Hätte ich jetzt beinahe vergessen. Oh,
Wollte gerade sagen, Monstrum, möchtest du dann bitte sterben? Und tschüss. Ah, schön, schön. Wo soll ich denn bitte noch mit dem ganzen Geld hin? Wir sind ein bisschen schnell, finde ich gerade. Okay. Da geht's schon los, dass ich hier Herzen verliere. Moment, wir haben hier auch noch Curse of Darkness, sodass ich wirklich nicht mal erahnen kann, wo der zweite Geheimraum ist. Nehme ich mit. Nehme ich mit. Der hätte auch mal ein bisschen früher kommen können. Aber der Run heute ist echt Wahnsinn, ne? Der ist wirklich Wahnsinn. Also so einen Run hatte ich wirklich schon ganz, ganz lange nicht mehr ohne eine Cheat Engine. Bis auf ein, zwei Items, ne? Wirklich, bis auf ein oder zwei. Nur richtig gute Items. Aber ja. Warum auch nicht? Auch ein Blaze muss mal Glück haben. Das war mir jetzt irgendwo klar. Einmal hier. Einmal hier. In dem war ich schon. Okay, das war der. Der Small Rock. Das auch noch. Okay, nehmen wir mit. Dann wird mir wenigstens ein bisschen was von meinem Speed genommen. Oh ne, für eine graue Kiste, das muss jetzt nicht unbedingt sein. Wo war ich denn noch nicht? Hier unten? Ah. Oh, das ist jetzt uncool. Wow. Okay, das ging ja gerade noch mal gut. Da hat es gescheppert. Ah, da ist er doch. Nee. Ganz gewiss nein. So, ab und zu muss man sich hier wirklich ein bisschen konzentrieren. Denn sonst passiert sowas, ja. Ich würde gerne den Rest noch mitnehmen. Okay, hier ist nichts mehr. Aber es ging hier da drüben. Ging es da nicht nach rechts? Hier? Ja. Oh. Naja, ein bisschen was haben wir auch mitgenommen dadurch. Dann geht's jetzt zu Isaac. Dort werden wir auch unser Nägelchen benutzen. Und dann bin ich ja mal gespannt, was in der Chest noch so auf uns wartet. Also der Run ist im Prinzip schon gegessen. Also ja, da müsste jetzt schon sehr, sehr viel Grausames passieren, dass ich wie soll ich sagen, ne, nicht in the Chest kommen oder the Chest nicht schaffen sollte.
immer schön den Kugeln ausweiche. Jetzt kommt noch der eklige Part mit den Homing Shots und seinen Streidingern. Und tschüss. So, was hätten wir hier denn noch Schönes? Nein? 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 Ach ja, warum nicht? Wir suchen natürlich auch hier wieder nach dem Geheimraum. Nein. Ja, so ein bisschen anstrengend ist das Ganze doch, aber es hält sich jetzt noch im Rahmen. Nein, und hier, nein. Das wird jetzt eklig. Oh, ich sehe meine Seelenherzen. Irgendwie wollen die nicht sterben, ne? Obwohl ich denen so richtig auf den Arsch gebe. Hm. So, Nummer 1 hätten wir. Irgendwie halten die ein bisschen viel aus. Geht doch. 25 Münzen, ja. Mhm. Als nächstes Greed, dann Bomberman. Das bleibt hier. Einmal hier noch und einmal hier. Nein, nichts. Ab nach oben. Aber wir haben ja immer noch unsere Full Health Pille, von daher mache ich mir da keinen Kopf. Aua, außer ich spreng mir natürlich selbst wieder die Dinger in die Fresse. Aber ja. One-Up auch noch. Okay. Du wagst es auf mich zu schießen, währenddessen ich mein Item aufhebe. Schon gut. What? Zweimal super Lust. Hier könnte ich jetzt ganz leichte Probleme bekommen oder auch nicht. Noch eine Full Health Pille. Das müsste dann Nummer 3 oder 4 sein. So. So, der wurde doppelt gesprengt. Nein, ich möchte noch nicht zum Blue Baby. Oh, er ist der Tod. Unten. Oben. Mitte. Geht doch. Oh nö, der Spinnenarsch. Den Spinnenarsch muss ich jetzt nicht unbedingt haben. Was hätten wir denn noch hier oben? Ein paar sehr leichte Gegner. Und was gäbe es denn noch hier unten? So. Da ist ja noch eine Spinne übrig geblieben. So geht das aber nicht. Aua. Der Tod muss sterben. Ja, übertreib doch mal ein bisschen. Ah,
Wahnsinn. Blast Damage, Mr. Mega. Wie mache ich das denn am geschicktesten, ne? So vielleicht? Ja, stirb. Dankeschön. Das Relic. Noch ein Anhängsel. Weg hier. Da habe ich jetzt mal schön schon eine Rakete hingesetzt. Ach, vergessen. Der war richtig gut. Der war gekonnt. Na, wer stärker, du oder ich? Ich würde doch mal schon wieder. Schon wieder der Tod. Und schon wieder eins selbst mitgegeben. PhD. Ja. Brauchen wir jetzt nicht mehr wirklich. Denn. Moment. Hier lang. Denn wir haben alle Räume. Wir haben hier schon in der Ebene 2 Full Health Pain. Und. Ja, ne? Und ein One-Up hätten wir ja auch noch. So, Isaac vs. Blue Baby. Nett. Bleib jetzt einfach mal hier stehen, ne? Wenn ich hier Schaden kriege, soll es mir auch egal sein. Ja, ist schon gut. Drei Treffer. Komm, fliegen, Attacke. Meine Fliegen möchten nicht angreifen, ne? Okay, ab in die Truhe. Ich würde sagen, ein echt super Run. Und ja, wir sehen uns dann zur nächsten Folge von The Binding of Isaac.